So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung. Okay, World Edit hätte ich gebraucht. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mind Test. Wir sehen schon wieder da draußen. Ich habe hier Schafmob. Also ich habe hier die Mod Mobs und ich habe noch die Mod Z Mobs, die auch weitere Kreaturen bieten sollen. Was ich gemacht habe, ist, die Hostile-Kreaturen habe ich jetzt erstmal ausgeschalten. Ich habe schon mit einer Beispielwelt ein bisschen rumexperimentiert und da sind dann diverse Dinge einfach viel einfacher und lustiger vonstatten gegangen. Und ihr seht hier jetzt auch hier diese gelben Dinger. Das ist der Weizen, wenn er reif ist. Und wenn ich den jetzt ernte, dann bekomme ich auch die Samen, die ich brauche. Normalerweise zwei. Warum ich jetzt beim ersten nur eingekriegt habe, keine Ahnung. Das war jetzt wahrscheinlich irgendeine Chance von irgendwas. Vielleicht ist er auch doch noch nicht so hundertprozentig ausgewachsen gewesen. Also vielleicht muss ich den Goldgelben auch noch wirklich richtig auswachsen lassen. Auf jeden Fall darf ich nur diesen Goldgelben wirklich ernten. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen Gelb drin. Jedenfalls habe ich auf jeden Fall jetzt wieder die Verdoppelung von irgendwelchen Samen. Schon allein nur dadurch, dass wir darauf warten, dass der Weizen goldgelb ist und dann ihn erst ernten. So, wie gesagt, momentan dürfte es. Hey. Momentan dürfte es keine feindlichen Kreaturen geben. Nur freundlich gesinnte. Verdammt, ich habe gerade nicht meine Uhr parat. Zack, zack. So, zack, zack, zack. Und was wir jetzt machen können, ist quasi Schafe anlocken. Mit Weizen können wir quasi Schafe anlocken und wir können sie zähmen, indem wir ihnen sie einfach zu essen geben. Wie gebe ich denn den Weizen dem zum Essen? Oh, das wollte ich gar nicht, aber es macht auch nichts. Schafe gibt's genug. Ratten. Das eine war ja vorher Rattenfleisch, das war allerdings wahrscheinlich eine andere Mod. Da war das noch ein bisschen anders. Ich habe jetzt übrigens die Debug-Information da oben ausgeschalten. Ah. So kann ich das eine Schafe füttern. Und dann ist das Schaf jetzt offenbar gezähmt und hat mich lieb. Na gut, ist ja jetzt auch egal. Ist ja jetzt nicht wirklich wichtig. Eigentlich, was wirklich wichtig wäre, wäre, dass ich jetzt erstmal in die Küche gehe. Ja, das hier ist, wie gesagt, diese Ratte, diese an und für sich, die halt keine Ratte mehr ist. Oh, ich sehe schon, ich habe in der Ding einiges gemacht. Also ich habe quasi in einer Kopie von dieser Welt ein bisschen experimentiert und offenbar habe ich da dann doch einiges gemacht. Was ich jetzt noch alles wiederholen muss, einfach weil ich ein paar Dinge rausfinden wollte. Ihr seht auch, hier gibt es inzwischen Rüstung. Hier gibt es inzwischen Rüstung. Ich habe jetzt auch noch ein paar weitere Modpacks installiert. Also Kaktusstiefel, auch nicht schlecht. Diamantstiefel, Goldstiefel, Stahlstiefel, Holzstiefel. Okay. Kaktus. Ich kann so Zeug aus Kaktus machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das wusste ich jetzt nicht. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen rumexperimentieren, ob das funktioniert.
Tak, 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 tak. Einfach, weil ich hier, du bist es, genau. Einfach, weil ich quasi auf die Uhr sehen können möchte. Ich meine, jetzt habt ihr natürlich gesehen, was ich so offen habe. Einfach, weil ich auf die Uhr sehen möchte, wie viel Zeit ich jetzt schon aufgenommen habe. Gerade sind es 5 Minuten. Ja, es ist bei meiner Aufnahme-Applikation ganz gut. Wer läuft bei mir auf Glas rum? Irgendjemand klopft ein Glas. Ach so, das ist vielleicht das gezähmte Schaf, oder? Kann das sein? Hallo? Oh, das ist ja süß. Hey du! Na, magst du mich? Ich mag deine Wolle. So, was wir jetzt auch mal machen könnten, das habe ich jetzt in der Aufnahmesitzung natürlich noch nicht gemacht, also nicht in meiner Testsitzung. Zack. Was wir machen könnten, wäre quasi einfach mal ausprobieren. Unser. So, was ich jetzt mal machen will, ist hier Mehl. Mehl, da, alles. Bitte alles mixen. So, dann kommst du weg. Du kommst mal dahin, genau so. Tak, 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 tak. Wunderbar. Und dann müsste ich ja hier noch ein bisschen in der Kiste haben. Genau, hier müsste ich auch noch was in der Kiste haben. Das ist auch toll. Die Kiste lassen wir mal da. Und dann gehen wir mal einfach hier rein und wir knallen uns einen Ofen in die Küche. Das wäre auf jeden Fall nicht so verkehrt, in der Küche einen Ofen zu haben. Hier müssten wir noch Kohle haben. Zack. Und dann können wir mal Kohle in den Ofen werfen. Und wenn wir Kohle im Ofen haben, dann können wir auch Brot im Ofen haben. Und dann packen wir hier in die Kiste unser Getreide, das wir in der Küche zubereiten werden. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Brot, wobei ich da jetzt eigentlich schon was von essen könnte. Genau. So, den Rest können wir dann wieder da rein tun und dann nehmen wir doch mal die Äpfel mit. So, was ich jetzt auch noch machen möchte unbedingt. Erstmal machen wir die Tür zu. Muss sie ja nicht ziehen. So, ich möchte hier quasi weiterbauen und dieses Stockwerk weiterführen. Die Wände haben wir ja jetzt schon alle reingezogen. Und ich will jetzt hier einfach wirklich einen Glasboden setzen. Einfach, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. So, das brauche ich aber nicht von oben machen. Das geht auch von unten. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack und zack. So, du kannst wieder weg. Und dann setzen wir von oben doch mal Holz rein. Habe ich eigentlich noch Holz? Nein, ich habe nur die Schlabbels, die Fliesen. Aber die können wir ja auch benutzen. Zack, zack. Und zack, zack. So. Die können wir ja auch generell setzen, eigentlich. Dafür können wir aber erstmal Glas setzen. Tak, tak. So. Tak, tak. Na, tak, tak. Ja? Na gut, machen wir das anders. Machen wir das so. Zack. Hier hinten, da drauf, da hinten, da drauf. Und dann können wir hier rüber rennen. So, da drauf, da drauf, da drauf und da drauf. Und da drüben natürlich genau das Gleiche. Bam, 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 bam. Dann haben wir den Spaß im Prinzip schon mal gesetzt. Quasi die Kanten, wo überall nachher, die Außenwände auch langlaufen werden. Da hinten ist noch die Fackel, falls ihr sie seht. Die Fackel, mit der ich irgendwas markieren wollte. Wobei ich da auch nicht mehr gar nicht so genau weiß, was denn jetzt eigentlich im Detail.
So, und wir versuchen jetzt einfach mal hier unser Stockwerk weiterzusetzen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich Sand. Das war in den letzten Folgen natürlich schon immer ganz lässig. Jo, ist ja gut, Kleine. War schon immer recht lässig, da quasi Sand habe ich keinen mehr. Sand habe ich hier noch welchen. Und hier habe ich auch noch Glas. So, war schon irgendwie recht lässig, einfach nur permanent diese Sandmonster zu töten und nichts abarbeiten zu müssen und dann eben trotzdem einfach den Sand zu bekommen. So. Das andere Glas können wir leider nicht mehr zurück in Glasblöcke verwandeln. Habe ich da unten jetzt eigentlich? Nein. Habe ich noch nicht gemacht. Das ist echt doof, wenn man ein bisschen experimentiert. Also ich habe halt ein bisschen experimentiert und das Schlimme ist, ich bin halt vom einen ins nächste gekommen und es hat echt Spaß gemacht und ja, dann habe ich halt weitergebaut. Ich meine, das werde ich jetzt schon noch nachholen jetzt. Aber es ist halt wirklich so, dass man dann doch sich ganz gerne verfranst und verzettelt und einfach. So. Dann haben wir hier quasi so eine Art Geländer oder Wand oder Schutz. Wobei wir hier natürlich auch überlegen können, ob wir quasi sagen, das habe ich jetzt in der anderen Welt noch nicht gemacht, das ist mir bloß so im Nachhinein eingefallen, dass wir quasi sagen könnten, dass wir mit den Treppen auch so Stufen machen könnten. So, voll die Exhibitionistenschafe. So. So quasi, aber ich glaube, das sieht einfach kacke aus. Da machen wir lieber die ganze Wand. Genau, machen wir das lieber richtig. So sieht es gut aus. Ich bin fast am Überlegen, ob wir für das Ding nicht einfach einen Stall machen. Naja, sei es drum. Wie gesagt, ich sollte ja nur für sich noch ein paar mehr Mods haben, aber zum einen brauchen wir dann noch ein paar weitere Mods und zum anderen, genau. So, wir haben jetzt aber auch prinzipiell aktiv, ja, was ich auch noch machen wollte. Ich habe ja jetzt so hübsche Ratten gefangen, falls ihr es gesehen habt. Zack. Und ich hatte ja gekochtes Rattenfleisch, falls ihr das gesehen habt. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, die man machen kann. Man kann wirklich Rattenfleisch kochen. So. Klack. Und richtiges Fleisch natürlich auch. Das Brot kann ich dann wieder hier reintun. Und dann haben wir hier das Rattenfleisch. Und dieses Fleisch können wir jetzt natürlich auch noch kochen. Und das Rattenfleisch würde ich jetzt noch nicht so ganz gerne essen, aber das werden wir noch essen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir hier nicht noch ein Stück nach außen gehen. Mit der Holzwand. Einfach, weil es dann, wie gesagt, das habe ich in der Beispielwelt jetzt auch noch nicht probiert. Da habe ich mich eigentlich noch relativ lange mit Sandmonstern rumgeärgert und dann eigentlich nur noch Mods ausprobiert. So. Hier könnte ich natürlich auch ein Fenster machen. Ja, und wenn wir da schon sind, dann können wir doch noch einen aufmachen. So, dann haben wir es nämlich auch mehr oder minder symmetrisch. Quasi hier ein Ding und da ein Ding, bevor die Wand kommt. Dann drüber haben wir ja auch jeweils einen. Hier haben wir einen, da haben wir zwei. Aber da haben wir zwei und da haben wir zwei. Ja, da ist jetzt hier die Frage. Ich habe übrigens den Filter ausgemacht. Jetzt sieht das alles wieder ein bisschen texturierter aus. Ob wir das hier nicht auch machen sollen. Aber das mache ich jetzt als erstes erstmal nicht. Als erstes gehe ich jetzt erstmal wieder nach oben und werde den Glasboden noch ein bisschen verlegen. Ich habe ja beschlossen, dass das hier quasi einfach doch kein Balkon wird, sondern ein richtiges Stockwerk.
So, zack, zack, zack. Zack und zack. Der Grund ist einfach. Sonst haben wir echt zu viele Balkone. Also wir haben schon, da drüben haben wir schon einen, da haben wir eine Terrasse. Da drüben in die eine Richtung über das Ding haben wir auch einen. Balkon. Da müssen wir hier nicht noch einen machen. Also quasi über der Tür. Ja, es ist zwar kein richtiger Balkon, aber es ist auch kein falscher.